Naja, Punktrechnung vor Strichrechnung, ne? Genau. Also, wir machen heute eine Übung, um aus Textaufgaben, ich weiß, das ist ein Hasswort bei manchen Schülern, bei euch nicht so, leichte Aufgaben zu machen. Zuerst mal zu einem einfachen Beispiel, ihr schreibt mal schon mit. Ich nehme mal an, ich lese einen Text und ich lese den Text so, wie ich es jetzt falsch mache. Und zwar, ein Gartengrundstück ist aus der Luft gesehen etwas schief geraten. Nur zwei Seiten sind parallel zueinander, denn sie haben immer einen Abstand von 12 Metern. Die eine Seite ist 8 Meter, die andere 12 Meter lang. Errechne die Gartenfläche. Verstehe ich nicht. Ein Gartengrundstück ist aus der Luft gesehen und jetzt mache ich das Gleiche und lese ohne Punkt, Komma und ohne abzusetzen. Das machen wir jetzt leichter. Und zwar, der liebe Gott des Rechtschreibens, der Otto-Gott, Orthographe-Gott, der hat die Punkte und Komma dafür geschaffen, dass wir da innehalten und einfach mal überlegen und mal Luft holen. Also nicht hintereinander runterleiern, so eine Aufgabe, sondern dass wir Folgendes machen. Wir schreiben, was ist denn gegeben? Worum geht es denn hier überhaupt? Und zwar, ein Gartengrundstück ist aus der Luft gesehen etwas schief geraten. Jetzt stellen wir uns das vor, irgendwie so ein olles Ding, so ein komisches Gartengrundstück. Naja. Nur zwei Seiten sind parallel zueinander. Aha, also so geht's nicht. Zwei Seiten sind parallel zueinander, das wissen wir. Wir malen also eine Seite und noch eine Seite. Einfach so hin. Denn sie haben immer einen Abstand von 12 Metern. Oh, das ist interessant. Wenn der Abstand hier 12 Meter beträgt, dann wird er hier hinten wahrscheinlich auch 12 Meter betragen. Das muss ich aber nicht normal malen. Das lasse ich. Weiter nach dem nächsten Punkt. Die eine Seite ist 8 Meter und die andere 12 Meter lang. Oh, sehr schön. Dann mache ich die Seite jetzt hier 12 Meter lang und die andere, die mache ich 8 Meter lang. So ungefähr von der Skizze, ungefähr. Wir wissen, dass dieser Abstand immer rechtwinklig gemessen wird, ne? Rechtwinklig zu der Seite. Und die beiden sind ja parallel zueinander. Und jetzt kommt die Frage, errechne die Gartenfläche. Aha, gesucht ist nicht Gartenfläche, sondern wir schreiben A, groß A wie Area. Und jetzt geht's los, jetzt gucken wir so lange, bis wir eine entsprechende Formel dafür finden. Und jetzt gucken wir und sagen, warte mal, wenn die Seiten schon fertig sind, dann brauche ich ja bloß noch die Seiten zu ergänzen und habe es dann hier mit folgender Figur zu tun. Ich mache die mal blau, dann sieht man es deutlicher. Ich habe einen Trapez. Denn Trapez, die Bedingung ist, dass nur zwei Seiten wenigstens parallel sind, die anderen können aussehen, wie sie wollen. Und jetzt gucke ich und sage, Trapez, Moment mal, das kenne ich irgendwo her. Dann ist das hier die Grundseite. Dann ist das hier die Deckseite und die 12 Meter sind die Höhe des Trapezes, flächenmäßig gesehen. So, na prima. Dann gucke ich in der Formelsammlung nach und suche so lange, bis ich entsprechende Sachen finde. Und zwar, ich muss eine Formel finden, wo G drin steht, D drin steht, H drin steht und A drin steht. Und da fällt zum Beispiel folgende Formel total aus. Also wenn ich hinschreibe, A ist G mal H, ja, dann fehlt mir H habe ich, G habe ich, aber D fehlt. Also die Formel ist es nicht. Sondern ich schnappe mir die nächste Formel, die ich dann finden kann. Und da steht A ist G plus D durch 2 mal H. Die schreibe ich ab. Wenn ich die abgeschrieben habe, erwecke ich diese Formel zum Leben. Indem ich sage, naja, was ist gesucht? A ist gesucht. A wissen wir noch nicht. A schreibe ich ab. Das ist gleich, schreibe ich ab. G ersetze ich durch 12 Meter. D ersetze ich. Hier oben steht es, durch 8 Meter. Das ist also pures Einsetzen. Die 2 und den Bruchstrich schreibe ich ab. Und mal H, das muss ich dahinter schreiben, denn sonst müsste ich hier eine Klammer drum setzen. H ist 12 Meter. Na super. Eins kann ich machen. Hier steht eine gedachte Klammer drum. Die stehen also auf gemeinsamen Bruchstrich. Und ich kann die 2 und die 12 schon mal kürzen. Dann bin ich schon mal eine Sorge los. Ich mache mal hier drüben weiter. Dann schreibe ich also wieder A ist gleich. Und auf dem gemeinsamen Bruchstrich, also praktisch eingeklammert, bedeutet 12 plus 8 muss ich zuerst rechnen. 12 plus 8 ist 20 Meter. Mal, hier hinten steht noch 6 Meter, hier, das ist noch übrig, mal 6 Meter. Und jetzt habe ich das schon fast fertig, denn 20 mal 6 ist 2 mal 6 ist 12 und die olle 0 hinten dran gehängt, Meter mal Meter, schreibe ich als Quadratmeter und bin fertig. Die Antwort, da steht nämlich, errechne die Gartenfläche, also ist die Antwort die Gartenfläche. Beträgt 120 Quadratmeter. Und damit ist meine Aufgabe erfüllt. Wozu ist der Antwortsatz wichtig? Es gibt zwei Punkte dabei.
einmal, um nochmal zu gucken, ob ich wirklich das ausgerechnet habe, was gesucht ist, nämlich die Gartenfläche und nicht das Gewicht des Kirschbaums, der im Garten steht, oder die Anzahl der Pflaumen, die am Pflaumenbaum wachsen, sondern hier muss ich mich nochmal wirklich ausreichend mit der Aufgabe beschäftigen und sage, jawohl, ich habe wirklich das ausgerechnet und jetzt kann ich die Antwort formulieren. Zweitens, das Verfahren des mathematischen Erratens heißt, dass, hier habe ich es mit einem einfachen Beispiel zu tun, aber dass, wenn ich mir über alles Gedanken gemacht habe, aber nicht mit der Formel zurechtkommen, mit dem Ausrechnen überhaupt nicht zurechtkommen und mir sage, das müssen ungefähr 100 Quadratmeter sein und ich schreibe, die Gartenfläche beträgt rund 100 Quadratmeter, dann kriege ich darauf später in der Prüfung einen Punkt, weil ich die Lösung erraten habe. Das wäre der andere Grund. Wir kommen mal zu einer anderen Aufgabe und zwar, die geht so und ihr schreibt mal mit. Und ich mache mal Folgendes, ich mache mal das Video für euch aus, damit ihr entsprechend richtig mitschreibt und schreibe hier selber rauf, worum es geht. Die Aufgabe heißt, es sollen rechtwinklige Bierdeckel hergestellt werden. Es sollen rechtwinklige Bierdeckel hergestellt werden, wobei alle Deckelseiten gleich lang sind. Oh, das ist interessant. Weiter. Man möchte aber eine Deckelfläche von 49 Quadratzentimetern nicht überschreiten. Alles noch rein in die Zeichnung. Wie groß darf die Seitenlänge maximal sein? Jetzt zur Lösung. Jetzt sucht ihr entsprechende Formeln raus. Und zwar, wie berechnet man ein rechtwinkliges? Jetzt halt nicht verraten, bitte. Und da schreibt ihr erstmal auf und dann sehen wir, wie es weitergeht. Ich mache mal wieder an und wir vergleichen mal. Gleich seht ihr das Bild. So ungefähr muss es aussehen. Jetzt könnt ihr hier A oder X oder Y irgendwas rangeschrieben haben, aber wir schreiben, weil die ja, das stand ja im Text, gleich lang sind. Ein Rechteck mit gleich langen Seiten, jetzt hatten wir es schon gehört, ist ja ein Quadrat. Und trotzdem gilt hier, ich kann sagen, A, nee, gefällt mir nicht, ich arbeite mit einer Profiformel, ich arbeite mit der Formel. A ist G mal H, wobei beide Seiten in diesem Fall gleich lang sind. So, in diesem Fall ist es ein bisschen knifflig, wenn ich doch dann G und H gewählt habe. Denn ich erfülle diese Formel mal mit Leben. Was habe ich also? Grundseite und Höhe weiß ich nicht. Aber die Fläche weiß ich. Also schreibe ich 49 Quadratzentimeter. Ist gleich. Wenn die aber beide gleich sind, kann ich entweder schreiben G mal G. Oder ich könnte auch schreiben H mal H. Wenn, dadurch, dass die beide gleich lang sein sollten. Oder ich könnte auch doch wieder mein A mal A schreiben. Ich kann also meine allgemeine Profiformel anpassen. Anpassen deswegen, weil die beide gleich sind. Und das ist H mal H zum Beispiel oder G mal G. Ich nehme mal G. G Quadrat. Und jetzt wissen wir es aber. G soll alleine stehen. Das Quadrat muss weg. Gegenteil von Quadrat ist Wurzel. Die Wurzel aus 49 Quadratzentimeter ist dann gleich Wurzel aus G Quadrat, ne? Also kann ich gleich schreiben, ist G. Und jetzt habe ich es schon fast. Wurzel aus 49 ist 7. Wurzel aus Quadratzentimeter ist Zentimeter, ist gleich G. Jetzt kann ich meinen Antwortsatz formulieren und dann habe ich es. So, das war ja das Verrückte. Eben hatten wir folgenden Fall. Da sagten die Schüler, ja, wie diese blöde Formelei aussieht, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, ich errate, dass das muss 7 cm sein. Wenn man das wirklich nicht kann hier, diesen ganzen Formelkram, dann schreibt man eben den Antwortsatz hin und hat einen Punkt verloren. Das ist nicht so schlimm, als wenn man ganz blöde da rumsitzt und sagt, eigentlich wüsste ich es, aber der Antwortsatz ist Gold wert. Der ist Punkte wert und außerdem bringt er uns die Lösung nochmal ganz genau nahe. So, nächstes Beispiel. Ist nicht schlimm, denn die Formel steht dabei. Ein Stapel Spielkarten ist 1 cm hoch. Ich mache mal Pause. Wir sagen, okay, wir stellen uns das vor. Also machen wir ein Skizzchen und machen einfach so ein Quaderchen.
Und schreiben daran 1 cm. Hier, das ist 1 cm hoch. Dann steht weiter, das ist 1 cm hoch und hat eine Grundfläche von 75 Quadratzentimetern. Oh, das ist interessant. Dann können wir ja hier eine Grundfläche reinmalen. Ich mache hier mal die Körperkanten, die man nicht sieht, und mache mal einen Pfeil ran und schreibe Grundfläche gleich. Ist 75 Quadratzentimeter. Leider wurde der Stapel total unordentlich auf den Tisch gelegt. Errechne das Volumen des Stapels. Gesucht ist also V. Tja, ob der nun unordentlich oder ordentlich hingelegt wird, das kann jeder selber mal ausprobieren, indem man ganz einfach mal einen Stapel Karten nimmt und den Stapel mal einfach verschiebt. Das gehört jetzt nicht zur Aufgabe, ich zeig's mal. Dann sieht der Stapel auf der obersten Karte so aus und alle anderen Karten sind irgendwie, die gucken hier so ein bisschen raus und so weiter. Aber eine Frage, hat sich die Höhe des Stapels verändert? Nö. Auch wenn die nicht ganz genau schön übereinander liegen. Es hat sich nichts geändert. Das heißt, das Volumen ist das gleiche geblieben. Also, müssen wir jetzt gucken und wir finden Folgendes in der Formelsammlung. V ist gleich Grundfläche mal Körperhöhe. Dementsprechend schreiben wir jetzt was ran. 1 cm ist K. Errechne das Volumen des Stapels. Na denn, jetzt geht's gleich. Naja, diese Aufgabe ist eigentlich total billig, aber uns geht es ja um die Vorgehensweise, aus dem Text die entsprechenden Daten herauszuschreiben und eine Skizze zu machen, sodass man sich das auch vorstellen kann. Also schreiben wir, V ist gesucht, V steht schon da, kein Regiestrich, nichts nötig. Grundfläche einsetzen, 75 Quadratzentimeter mal 1 Zentimeter, also das kann sogar ich ausrechnen. 1 mal 75 ist meistens 75 und das zusammengefasst ist Kubikzentimeter. Jetzt kommt noch die Antwort hin und dann haben wir es fertig. Also Antwort, die kann sich jetzt jeder selber hinschreiben. Das Volumen des Kartenstapels beträgt trotzdem, ne? Trotzdem, auch wenn sie unordentlich liegen, 75 Kubikzentimeter. Gut, machen wir mal noch ein kleines Ding und dann hören wir auf. Es hat jemand ein Modell gebaut und zwar ein Modell einer ägyptischen Pyramide. Dieses Modell, diese Pyramide hat eine rechtwinklige Grundfläche mit den Abmaßen 4 Meter und 2 Meter. Nach der Vorgabe aus einem alten Text soll das Volumen in diesem Fall dann 8 Kubikmeter betragen. Jetzt überlegt sich der Modellbauer, wie hoch ist denn die Körperhöhe dieser Pyramide? So muss die Skizze also aussehen. Ich habe jetzt die Körperhöhe nochmal blau gemalt. Und jetzt geht es darum, wie komme ich zur Rande? Und da gibt es eine Formel, da stehen alle möglichen Sachen drin. Und zwar, V ist Grundfläche mal Körperhöhe, G mal K, das steht drin. Ja, blöderweise habe ich hier überhaupt keine Grundfläche. Aber eins ist noch, da ich ja weiß, die ist rechteckig, ne, rechteckig, diese Grundfläche, kann ich noch sagen, A eines Rechteckes, diese Formel habe ich auch gefunden, ist Grundseite mal Höhe. So, jetzt, ihr seid dran. So, natürlich ist das nächste, wenn ich jetzt mit solchen Formeln umgehen muss, da ich sage, okay, dann ist das wohl die Grundseite eines Rechteckes und das ist die Höhe des Rechteckes. Und jetzt komme ich schon wesentlich besser klar. Das Volumen habe ich schon, also das Volumen ist das hier, das steht schon da. Und jetzt kann ich die Größen entsprechend einsetzen, macht mal. Gut, also wir haben schon mal ermittelt, dass die Grundfläche, die hier, ein Rechteck, das haben wir hier unten drin liegen, hier, das ist die Grundfläche. Hier ist die Grundfläche drin und das ist die Fläche eines Rechteckes. Alles gut bis dahin, das ist die Grundfläche. Aber der Haken ist, das wird zu groß, da stimmt was nicht. Wir müssen uns die andere Formel rausschnappen, nämlich ein Drittel Grundfläche mal Körperhöhe. Und jetzt lasst uns mal weiter einsetzen und rechnen und ermitteln. Setzt hier einfach ein, was wir jetzt mittlerweile haben. Dann ersetzen wir das jetzt mal. V ersetzen wir, das sind 8 Kubikmeter. Kann man sich freuen. Ist gleich ein Drittel mal, und jetzt haben wir hier die 8 Quadratmeter als Grundfläche, mal K. Wer heißt alles nicht K? Na, der Kram hier vorne, das muss alles rüber auf die andere Seite. Also, Regiestrich,
durch 3 stört, mal 3. Mal 8 Quadratmeter stört, durch 8 Quadratmeter. Das war auf einen Schlag alles fertig. Dann heißt das ganze Ding, 8 Kubikmeter, die schon hier standen, mal 3 durch 8 Quadratmeter. Ist gleich, und jetzt steht K ja alleine. Und jetzt sind wir schon fast fertig. Jetzt kann man sagen, schön. Hier kürzen sich die 8, da bleibt eine 1 übrig. Die Quadratmeter, hier steht ja eigentlich, ich schreibe das mal in blau hin, hier steht ja eigentlich Meter mal Meter. Und hier Kubikmeter steht ja eigentlich Meter mal Meter mal Meter. Und jetzt kürze ich mal einen Meter weg, bleibt eine 1. Noch einen Meter weg, bleibt eine 1. Und dann bleibt dieses Meter noch übrig und die 3 bleibt noch übrig. Und auf die 1 kann ich verzichten. Also ist die Antwort leicht. 3 Meter ist gleich K. Und jetzt können wir entsprechend die Antwort schreiben. Die Antwort lautet dann eben, jetzt mache ich mal eine Pause, damit das Video nicht zu lang wird. Die Antwort ist dann, die Pyramide muss eben 3 Meter hoch werden. Das ist die Antwort. Die Frage war ja, wie hoch muss der Modellbauer die Pyramide bauen? Ja, und damit hätten wir diese Aufgabe gelöst. Also das ist eine schöne Variante, Übungsvideos zu machen. Ihr wisst ja, man hält dann immer an, man macht Stopp und so weiter. Hier gibt es eine Frage. Achtung, ich glaube, ich habe vorhin irgendwelchen Quatsch erzählt. 3 Meter sind zu viel oder 1 Meter sind zu viel oder sonst was. Nee, das kommt schon raus. Wahrscheinlich hatte ich hier an der Stelle, wo ich das ein Drittel eingefügt habe, hatte ich was anderes gemeint. Es käme sonst zu viel Volumen raus, wenn ich das ein Drittel nicht nehme. Denn wir erinnern uns ja, Drittel war ja nötig. Wenn ich mir vorstelle, das wäre ein Quader hier, dann fehlt uns ja ein Haufen Volumen, wenn ich hier oben die Sache spitz zugehend mache. Das war ja der Haken und da habe ich mich wahrscheinlich versprochen. Tut mir leid. So, ich glaube, wir sind durch. Wir haben uns geeinigt, wollen wir den Test schreiben. Der wird ähnlich leicht. Es geht um die Vorgehensweise. Das Thema haben wir soweit durch für heute. Und für alle, die uns hier irgendwie zugucken noch vor Ostern, sagen wir als ganze Klasse...